Das ist jetzt hier eine Zusammenfassung scheinbar. Ich habe keine Ahnung. Dann gucken wir uns aber jetzt die erstmal an von Slick Godzilla Kong The New Empire Animation. Von 10 Minuten und es scheint eine Zusammenfassung zu sein, glaube ich. Oh, braucht Vollbild. Verzeiht. So. Dann gehen wir da mal rein und gucken, was wir da geboten bekommen. Ich hoffe, vom Sound passt es jetzt auch. Auf geht's. Ich sag's trotz allem nochmal, er hat eben auch darauf hingewiesen, es könnten hier eventuell Spoiler zum Film auftreten. Ne? Nur so viel dazu. Das Design von Kong gefällt mir ganz gut eigentlich. Das ist ziemlich cool gemacht. Okay, es ist also wirklich eine Zusammenfassung vom Film. Deswegen jetzt nochmal ganz klar Spoilerwarnung. Die Animation wurde vor dem Film gemacht. Okay, dann wird es aber mal sehr spannend. Wenn da nicht alles stimmt, sind da wahrscheinlich auch so ein paar Gerüchte und Theorien damit eingeflossen. Ne? Hier haben wir jetzt erstmal den Kampf Skilla gegen Godzilla. Aber wie cool er das eigentlich anhand der Trailer alles sich so selber zusammengesponnen hat, wie das hätte alles ablaufen können. Das ist echt sehr interessant. Und ich dachte ja auch, dass Scar King schon wesentlich früher vorkommt, also so wie jetzt hier, relativ am Anfang schon. Das ist geil gemacht auf jeden Fall. Okay, das war jetzt hier also seine Theorie gewesen, warum hier hätte Kong einen Zahn verlieren sollen. Dachte ich aber erst auch, dass Scar King auf jeden Fall Kong hier einen Zahn ausschlägt.
Papa Kater, schön, dass du auch am Start bist. Wie es uns geht? Mir geht es auf jeden Fall sehr gut. Danke der Nachfrage. Wie geht es dir, lieber Papa Kater? Bist du fit? Bist du gut ins Wochenende gestartet? Das ist schon fast ein besserer Auftritt von Shimo als im Originalfilm, finde ich. Da ist Godzilla jetzt im Rage-Modus, ey. Das ist auch eine ziemlich geile Form sogar, finde ich, dieses Blauleuchtende, die auch viel zu kurz im Film gekommen ist. Ja doch. Hier kam der Handschuh noch mit dem Helikopter an. Ich glaube, im Film war das anders, ne? Weil nämlich im Film war der Handschuh nicht selber irgendwie erst so wie so ein Iron Man Ding gewesen, das alleine fliegen konnte, und danach hat er sich in so einen Handschuh verwandelt. Mothra auch direkt am Start, sehr gut. Ja, doch, doch, der Handschuh, der wurde mit dem Flugzeugträger erst gebracht, aber dann wurde er doch abgeschmissen. Für die Hohlerde. Der hat nur erst in der Hohlerde bekommen. Und in die Hohlerde ist der Handschuh auch so komisch reingeflogen, mit so eigenen Düsen, die da dran waren. Der Bruch heilt gut und die Grippe habe ich auch soweit überstanden. Also könnte nächsten Monat nicht besser laufen. Er könnte im Momentan nicht besser laufen. Okay, das hört sich aber schon mal sehr gut an. Mit dem Bruch, das hast du, glaube ich, erzählt, ne? Hast du nicht, warst du das? Hast du nicht eine OP sogar gehabt? Und ja, dann auch eine Grippe hinterher ist halt immer scheiße, ne? Dann auf jeden Fall noch gute Besserung und hoffe, dass du dich dann jetzt das Wochenende wenigstens ein bisschen auskurieren kannst. Klatsch in die Fresse, ey. Ja, ganz so ist es halt nicht abgelaufen, ne? Aber fast, fast. Vorher hat im Film halt noch Godzilla die Fresse voll bekommen von Kong. Das wäre wirklich cool gewesen. Das wurde uns auch versprochen, dass wir eigentlich so eine Art von schon fast Buddy-Cop-Komödie bekommen werden zwischen den beiden. Haben wir ja nie bekommen. Die haben einmal miteinander gekämpft und danach sind sie dann direkt zu zweit in der Hohlerde aufgetaucht. Das wäre viel geiler, wie es jetzt eben hier gemacht ist. Dass die erst dann noch den Weg dahin hätten uns zeigen müssen, wie kommen die beiden überhaupt zu Shimo und Scar King.
Und auf dem Weg hätten sich andauernd irgendwie noch kappeln müssen, so ein bisschen. Das wäre echt geil. Godzilla will einfach mal Zuko umbringen. Und zwar ohne zu zögern, okay? Timo soll, glaube ich, schlafen. Das sieht zwar nicht so aus, aber ich glaube, der soll nur schlafen. So eine Buddy-Komödie wie Buddy und Terrence. Du meinst wie Bud Spencer und Terrence Hill wahrscheinlich, ne? Ja, so ähnlich wahrscheinlich hätte das irgendwie werden sollen. Oder wurde uns zumindest versprochen, dass das sowas in der Art werden soll. Das wäre viel geiler gewesen, ey. Ey, der Kampf ist auch viel geiler als im echten Film, Mann. Das ist echt sau cool. Ja, warum ist das nicht passiert, Mann? Zuko, der auf Duck reitet. Scheiße, das hätten wir noch gebraucht. Wir hätten auch sowas mal ein bisschen mehr gebraucht, dass man wirklich sieht, wie mächtig eigentlich Shimo ist. Das hat auch so ein bisschen gefehlt. Alter. Ja, Mann, Mothra, ey. Einfach weggeklatscht. Oh. Oh, haben wir sowas mal bekommen? Auch nicht, ne? So einen schönen Strahl gegen Strahlshot. Mann. Ey, ganz viel verschenktes Potenzial im echten Film. Das ist viel besser, was er hier gerade zeigt. Ey, er hat ihm gerade das Genick gebrochen, ganz kurz. Ja, ey, das ist echt viel cooler. Gerade Zuko. Zuko hätte eigentlich auch viel mehr austeilen müssen, Mann. Wir haben ja auch gesehen, wie Zukos, was war das denn gewesen? Papa getötet wurde von Scar King, der so in die Lava reingeschubst wurde. War bestimmt sein Papa oder irgendwie sowas. Das hat ihn auf jeden Fall sehr mitgenommen. Mal gucken, ob er jetzt hier überleben wird. Aber ich glaube, er wird jetzt hier ein ähnliches Schicksal bekommen wie im Film. Ja, okay. Okay.
Wäre auch ein viel cooleres Ende gewesen, Mann. Dass Shimo einfach nicht zum Scheißhund von Kong wird. Das hier ist Shimo einfach eine richtige Respektsperson in diesem Kurzfilm. Jetzt geht sie einfach eben weg, weil das ist viel besser, Mann. Jetzt hier, das ist derselbe Moment wie am Ende bei Godzilla vs. Kong, wo Godzilla auch dann Kong anguckt und dann geht ja Godzilla so ins Wasser und schwimmt weg. Und genau wie jetzt hier eben auch. Und Shimo weiß ja, dass die eigentlich krasser ist als die anderen beiden. Was im Film halt nie so rübergekommen ist. Aber hier finde ich das richtig gut gemacht. Und jetzt geht Shimo eben einfach weg. Die ist zwar dankbar irgendwie, dass die beiden den befreit haben, aber die werden auch nicht direkt Freunde, weil sie halt immer noch... Na klar ist die jetzt auch erstmal traumatisiert davon, dass Scar King sie versklavt hat die ganze Zeit. Es macht total Sinn. Viel besser als Original, 100%, finde ich auch. Gefällt mir auch sehr viel besser. Ja, der klassische Shot wieder am Ende, das hätten wir doch ruhig so sehen können. Das wäre doch ganz cool gewesen. War eine geile Animation.